Recht herzlich willkommen zur 161. Folge von Simutrans. Ja, wir sind hier wieder im Spiel und zwar gehen wir wieder zurück. Wir wollten zwar Döbeln machen, hatte ich gesagt, aber der Michael Friedrich, der hat mir gesagt, dass ich das besser mal hier ändern soll. Zurzeit fährt der Fernbus hier diese Station an und den soll ich mal vielleicht besser da hinsetzen. Da müssen wir mal ein bisschen kontrollieren, wie das mit den Fernbussen so aussieht, ne? Ist das der hier, Busverbindung? Okay, da fahren auch irgendwie Busse drauf, die, wo ich sagen würde, sind jetzt nicht die geeignetsten, oder? Schwarz, schwarz, schwarz hier, aber wohl, fahren alle schwarze Zahlen, lassen wir so, oder? Linie ändern. Fenster ein bisschen größer ziehen hier mal. Ach, es sind sogar nur drei Stationen oder vier. Doch, das wären mehr. So, das ist unser Radolfzeller Rathaus. Das heißt, das machen wir da weg. Und machen den dahin. Und löschen dann das Ostdeutsche Rathaus da raus. Und der Michael hat auch noch gesagt, dass er dieses hier, Klosterbrauerei, vielleicht direkt mit dem Bus anbinden würde. Jetzt ist die Frage, wie das bei denen gerade so aussieht, ne? 6 von 6 von 68, 0 von 68, 68 von 68, was macht die Post? 11 von 8 und dann haben wir noch einen hier, 87 von 92. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Wenn die alle hintereinander hinterher tuckern, was sie aber wohl so gesehen nicht machen, dann würde sich das mit den leeren Bussen erklären. Hier haben wir 57, da haben wir 0, da haben wir 68, da haben wir gerade 0. Ich glaube, der ist gerade in Radolfzell, ne? Genau. Hat da keinen mehr mitgenommen, weil er da noch einen Halt hatte und die anderen schon wussten, dass sie da nicht mehr stehen dürfen, oder wie ist das? Gute Frage, ne? Aber hier ist einer vorwegfahrend, kann das sein? Ah ne, das ist der Postwagen. Blödsinn also. Also er fährt 57 Leute und er fährt 68 Leute und Radolfzell Klosterbrauerei, Radolfzell Klosterbrauerei. Er ist gerade angekommen und setzt die ab und nimmt 68 weiter. Und er fährt da auch hin. Er fährt da auch hin, hat 16 noch. Sieht so aus, als ob das eigentlich alles ganz in Ordnung ist, oder? Er hat jetzt hier zwei an der Klosterbrauerei. Und hat da auch eine Wartezeit dran, ne? Achso, deswegen sind die auch nicht aufeinander am Juckeln, weil, ne, hier jetzt sozusagen eine Wartezeit drin ist. Das ist ja nicht verkehrt. Der fährt jetzt und die anderen warten. Der Postbulli fährt, wartet da übrigens auch, weil der das auch auf der Linie hat. Das gestaltet sich natürlich dann schwierig, wenn er damit drauf ist. Drei Pakete. Jetzt wartet er so lange, bis die Post da kommt. Das funktioniert nicht. Das ist die Überlegung, was wir da machen mit dem. Kriegt er einen individuellen Fahrplan dann, ne? Weil der wartet jetzt auf acht Pakete Post, die da nicht kommen. Also die da schon kommen, aber auch. Bei dem ist es eigentlich Blödsinn, dass der wartet. Aber einen Zeitfaktor haben wir auch noch drin, also ach, lass es mal so. So, wo ist er jetzt hier? Aha, er ist da unten in Adenau. Ne, das ist oben. Der fährt zum Ostdeutschen Rathaus noch. Wieso fahren die da noch hin? Das habe ich doch rausgenommen, oder? Oder hatten die das noch drin? Oder habe ich hier was falsch gelesen? Ah. Da. Kann dann auch raus, ne? Klosterbrauerei.
Jetzt sind's. Was bauen wir jetzt gerade hier für einen Fehler? Busverkehr, Döbeln, Radolfzelt, Adenau. Das ist aber nicht das, ne? Radolfzelt. Ich glaube, das müssen wir nochmal angucken, ne? Lilienthalstraße ist richtig. Das war hier da. Passt. Und dann fährt er zur Klosterbrauerei. Das passt ja auch noch. Hätten wir ja, können wir ja noch so lassen. Und dann nach. Wieder zur Klosterbrauerei da. Das ist ja auch verkehrt dann hier. Löscht den mal raus. So, Radolfzell, Klosterbrauerei. Umstiegsbahnhof war hier. Also, dann machen wir vielleicht noch ein Einfügen hin. Dass er den noch mitnimmt. Hier hat er ja geschrieben, dass ich den hier anders einbauen soll, ne? So wie jetzt ist total hirnrissig. So, dahin und dann einfügen und dann den auswählen. So. Fährt dann Radolfzell an. Also Klosterbrauerei, dann zum Umschlagplatz Radolfzell, dann wieder Klosterbrauerei, dann nach Adenauer. So, das wäre der Weg da richtig. Aber Döbeln ist hier nicht drin. Aber Döbeln haben wir da rausgenommen. Das müssen wir mal hier rausnehmen, weil der fährt, die fahren ja mit dem Zug dann dahin. Da ist nämlich hier die Bezeichnung nur noch falsch. So, dann passt das auch, ne? Die fahren ja nicht mehr da hoch. Weil da der Zug lang fährt. Dann ist das okay. Ja, und dann lassen wir die erstmal so laufen. Wieso stehen hier diese jetzt so? Warten auf freie Strecke. Wo steht denn da einer jetzt im Weg? Das funktioniert hier nicht. Dann müssen wir was ändern. Das funktioniert so nicht. Mach mal die Straße hier. Die Straße da. Mach mal so, so. Und mach mal von da nach da weg. Geht nicht, weil da gerade so viele Fahrzeuge sind. Das ist wieder schäbig, ne? Geht nicht. Geht nicht. Jetzt hat's geklappt. So, jetzt fahren die da lang. Würde ich hoffen. Dann staut sich das da auch, glaube ich, nicht mehr. Glaube ich. Ja, 51, 1, 68, 0. Die fahren aber alle schwarze Zahlen. Das lassen wir erstmal so, wie es ist. Wir haben sie ja jetzt noch optimiert. Dann funktioniert das erstmal. Okay, da ist gerade ein Stau, aber da ist alles okay. Lass mal gerade einen Moment schneller laufen. Da steht jetzt keiner, weil sie genug Personal auch mit Personal nicht, sondern Pakete etc. mit haben. Deswegen fahren die jetzt auch durch. Wahrscheinlich hat das Optimieren jetzt auch was gebracht. Kommen noch mal einmal in die Linie rein. Alles grün. Alles grün. Alle voll. Läuft. Lassen wir so. Passt schon. So. Das ist dann geklärt. Das hatten wir umgeschichtet. Gucken wir gerade mal hier Döbeln an. Aber das ist alles im grünen Bereich. Alles abgedeckt. In Radolfzell. Jetzt gucken wir nach Döbeln. So, Döbeln wollten wir jetzt umbauen. Wir haben den hier. Buslinie. Neue Buslinie. Neue Linie. Und zwar von da nach da.
nach da, nach da, nach da, nach da. Top. Und Stadtbus Döbeln Ost, nennen wir es mal. Schuss. Und Döbeln Ost braucht dann gleich noch ein Dingens. So, Döbeln normal. Der hat jetzt einen Passagier da noch drin. Machen wir nicht laden. Und den machen wir auch nicht laden. Die fahren, wenn sie leer sind, gleich Ost. Der da unten ist schon Ost. Dann ändern wir den Fahrplan. Und Döbeln Ost. Und fertig. Und Stadtbus Döbeln Ost. Und darf wieder laden. Post funktioniert. Jetzt noch Passagiere. Machen wir schneller, bis der leer ist. So, jetzt ist er leer. Neuer Fahrplan. Döbeln Ost. Zup. Nicht laden, weg. Darf er. Läuft. So, und jetzt der Döbeln Fahrplan. Ändern. Döbeln, mittelalterliche Kirche. Das war hier, ne? Ja, passt schon. Ich glaube, wir machen das alles erstmal weg hier. Oder Schwertstraße ist da. Ne, dann machen wir mal einfügen. Machen wir hier einfügen. Schwertstraße. Machen wir löschen. Schwertstraße brauchen wir nicht. Mittelalterliche Kirche machen wir löschen. Brauchen wir auch nicht. Hier müssen wir nochmal den reinhauen. Den haben wir jetzt unten drunter gemacht. War aber einfügen gemeint. So. Mal kurz gucken, wo das ist hier. Schwertstraße, Geröllstraße. Also Kirche, Waldweg, Schwertstraße, Waldweg, Geröllstraße. Konrad Beyende, wo sind die? Die ist da, wird schon von Ost bedient. Also löschen. Auenstraße ist... Wo ist die Auenstraße? Da unten auch löschen. Konrad Beyende auch löschen. Also die Kirche löschen. Platinengasse nicht löschen. Waldweghafen weg. Oh, der fährt zur Zuckerfabrik auch raus. Wo sind die? Ist die hier unten? Döbeln Südostwald. Nee. Zuckerfabrik ist die hier. Döbeln Mühle. Was ist denn Döbeln Zuckerfabrik? Ach da, okay. Kann auch weg. Wird ja von der Ostlinie gemacht. Platingasse kann dann auch weg. Waldweghafen kann bleiben. Und hier müssen wir noch ein Einfügen machen für... Nochmal den Hafen, oder? So, mittelalterliche Kirche, Waldweg, Schwertstraße, Waldweg, Geröllgasse, Waldweg, Platinweg, Waldweg. Passt. Ist jetzt richtig. Der bitte nicht laden. Linie West. Passt. Ein davon sollte reichen, hatte Michael Friedrich geschrieben. Machen wir dann so. Wenn der gleich leer ist, kann er zum Depot. Und dann soll's laufen. Zack. Leer. Zum Depot. Beziehungsweise Details. Ausmustern. Weg ist er. So. Das läuft.
Das läuft auch. Will ich hoffen. So, Fernbus gibt's hier nicht, weil Bus, Zug hier das mitnimmt und Hafen. Läuft also. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht, ne? Einzig, was wir wenn falsch gemacht haben, das wäre hier, wenn wir das nicht angeschlossen haben. Aber hier gibt es ja keine Passagiere, die wir angeschlossen haben. Also läuft das auch wieder. Bei der Mühle identisch haben wir auch keine Passagiere gemacht. Müsste man mal drüber nachdenken, eine Überlandlinie noch zu machen. So, das sollte soweit erstmal funktionieren dann. Gut, dann sind wir für diese Folge aber auch erstmal durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Und ja, altgesagte Dinge, ne? Bitte abonnieren, bitte liken, bitte Glocke einschalten. Wenn ihr Bock habt, natürlich nur, sonst macht's nicht. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.